Prost, Herrn. Liebe Prost. Und willkommen beim Bierdorfer Podcast 268. Ja, genau. Wir schreiben den 9. August 2016. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Connect.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle. Und sowieso immer größten Dank an unser Klebemonster, an unsere Flattererer und an unsere Patreon. Ja, genau. Neuigkeiten eigentlich. Ja. Sehr schön. Spezielle Grüße an den Stefan Strauß in der Schweiz und alle, die uns aus der Schweiz hören. Bitte schreibt, füllt uns den Feedbackbogen aus, damit wir wissen, von wo wir überall gehört werden. Mhm. Wir sitzen in der Zypresse beim Garib, Westbahnstraße 36A. 35A. 35A. Weil es regnet, sonst wären wir im alten Garib. Heute sind dabei der Gregor, der Stefan, der Horst, Harald. Fertig. Fertig, ja. Kommen wir zum Teaser, ne? Mhm. Teaser. Ich kann weitere lustige Irland-Geschichten erzählen und ich war im Kino Frühstück bei Monsieur Henri. Und ich gebe Modetipps, wie sich das für einen Fashion-Podcast gehört. Yeah. Ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie man Amazon Prime auf dem Raspberry Pi unter LibreElec nutzen kann. Und außerdem werde ich vielleicht erzählen über, weiß ich nicht, Breach habe ich mal angeschaut, so eine Serie, und dann dazu, da gibt es ja das Comic dazu, da kann ich auch was dabei erzählen. Irgendwie so, Medienkrams ist. Und Harald, was hast du uns mitgebracht? Ich habe wieder mit die Zauberschachtel, yeah, über das Merkur-Board, und ja, ich werde einiges erzählen, was sich beim Merkur-Board alles geändert hat. Also über IoT? Über Internet der Dinge, die Merkur-Board und unsere Demo-Anlagen. Okay. Dieser aus, steigen wir rein. Dieser aus, steigen wir rein, ja. Und wir haben ganz was Tolles, wir haben Feedback. Wir freuen uns. Feedback. Wir ernähren uns von Feedback. Bier und Feedback. Also, was haben wir denn da? Soll ich die Punkte Sachen auch vorlesen? Na, nur kurz, ob es ein anonymer Hörer ist oder so, und dann was er gut findet. Das ist ganz unten, da verscroll ich mich. Ich muss ja eigentlich zuerst unten nachschauen. Ja. Will er das überhaupt, dass das verlesen wird? Ja, mit Namensnennung. Also dann muss man die Namensnennung auch zusammenbringen. Das ist der Andreas aus Chemnitz, hat uns hier. Wow, aus Chemnitz. Hat uns am Feedback zukommen lassen, genau. Und er hört irgendwie doch Biertaucher Podcast regelmäßig, cool, in MP3 in hoher Qualität mit seinem Podcatcher, sehr gut. Und am unnötigsten findet er Störgeräusche von außen, geben aber Atmosphäre. Ja, oh, das ist das. Ein Herz für Störgeräusche. Mir gefällt beim Biertaucher Podcast die Sicht auf Dinge von außerhalb Deutschlands, was ja auch gut ist. Ich benutze die Shownotes vor der Sendung, um zu schauen, ob ich sie hören mag. Das wird dich wahrscheinlich freuen, als Schulnutter. Ich weiß, ich schreibe für ihn die Shownotes. Er hört sie eben den Bierdacher Podcast von Deutschland aus und ist nicht wirklich ein Tech-Nerd. Bei den Subkulturen hat er nichts geschrieben, aber was uns immer schon mal sagen wollte, ist Prost. Yay! Yeah, Prost! Prost, man kennt nichts. Sage ich auch Prost. Ja, und bitte immer weiterhin Feedback. Können wir gut gebrauchen. Der hat aufgebaut, können wir gleich zu den Tech-Themas losgehen, ne? Mhm. Harald, fangen wir mit dir an. Du hast sicher das Nötigste von uns allen. Oder traust dich noch, ich muss dich erst ein. Seid sie jetzt ransomware-kompatibel? Naja. Was gibt es Neues? Ich nehme mal die Bastelschachtel mit, ja, wo man was sieht. Aus dem Podcast, die eher nur in die Shownotes möglich ist. Ja, fotografiere ich schon drauf. Ja. Also, ich sehe schon mal ein Merkur-Board, ein Raspberry Pi, einen roten Button. Einen roten Button? Auf dem man. Ist das der lang erwartete Störgeräusch-Ausschalt-Button? Ein einladender Button. Schauen wir mal, ob wir Geräusche machen können. Nicht wirklich? Nein. Okay. Ja. Ja, was hat sich geändert? Manche werden das Merkur-Board kennen von früheren Folgen. Im Prinzip ist es ein kleines Board mit einem Admin-Controller. Dadurch ist es Arduino-kompatibel. Und wir verwenden dazu ContiguOS,
um eine Software drauf zu schreiben. Der Vorteil ist, dass man eben ein Betriebssystem dazu hat. Dann gibt es den Raspberry 3 seit längerer Zeit, glaube ich schon. Und der ist jetzt da in einem fashion Plastikgehäuse. Da sieht man jetzt einen in einem Plastikgehäuse. Und da kann man das Merkur-Board auch draufstecken, eine Software draufspielen und dann ist eine Netzwerkkarte. Und das Gehäuse ist so, dass es schon den Raspberry 3 und Merkur-Board beides schön ja, beschützt. Ja, das ist halt ein Raspberry-Gehäuse möglich ist. Cool, ja. Dann gibt es auch Raspberry 3-Gehäuse für Hutschine-Montage. Was heißt das? Hutschine-Montage, das ist in der Installationstechnik. Ja. Da gibt es eine Metallschiene, die schraubst an die Wand. Und dann nimmst du das Gehäuse und klickst das ein. Okay, dann hast du einen Raspberry an der Wand. Und da kann man auch eine Sicherung einklicken. Also im Sicherungskasten sind solche Hutschinen. Ja, ja. Und dadurch kann man die Geräte raus und reinklicken, muss sie dann schrauben. Dann habe ich ein Merkur-Board mit Groove-Stecker, die hat da was fotografiert. Einen Button dranhängen. Ah, den kann man klicken. Okay. Ja. Und wir waren ja auf der Makersphere in Wien. Und zwei Stände neben uns war der Nico mit seinem Stand und hat dort Open Trigger präsentiert. Open Trigger hat er eingereicht bei der NetIDE als Projekt. Hat gemeint, ja, ist eine coole Idee, wenn man jemanden über was triggern will, dann drückt da drauf auf einen großen Button und dann kann man damit irgendwas sagen. Der Button kann irgendwas mitteilen. Nämlich nicht der Button teilt was mit, sondern das Event teilt was mit. Okay. Das kann sein, noch ein Bier, Klick, ja, dann kommt der Kellner. Oder es kann sein, ich bin jetzt abwesend zu Hause und mein Haus geht schlafen. Das kann. Also du kannst die Events selber programmieren, für die der Button zuständig ist. Für was du den Button dann einsetzt, ist deine Sache. Die Idee dahinter ist, von Nico gewesen, triggere dein Leben. Ja. Mach wo einen Button hin, mir gefällt es hier, Klick, ja. Oder mir ist es zu heiß. Das heißt aber nicht, dass ein Button ganz viele verschiedene Sachen triggert, sondern eine Situation triggert. Ne? Da hat er Versuche mit Bluetooth gemacht und hat auch einen Bluetooth-Button ausgebracht. Hat dann natürlich unseren Stand auch gesehen und möchte natürlich auch IP-Buttons haben, über IP kommunizieren. Jeder, der das Merkur-Board kennt, weiß, das ist ein kleiner Mikrocontroller. Da rein ContiguOS drauf, wie gesagt, und ContiguOS ist ein Betriebssystem für das Internet der Dinge, spricht IP und hat schon ganz viele Apps drinnen, die man dazu installieren kann. Und das sind hauptsächlich Services. Also man kann sagen, ich möchte auf dem kleinen Board einen HTTP-Server haben, ich möchte haben Core-Protokoll-Server, Client, ich möchte haben MQTT, ich möchte haben, dass er twittern kann, dass er E-Mailen kann oder was auch immer können soll. Ja? Ich kann beliebig viele Apps dazu kompilieren, bis der Speicher voll ist. Wie viele Apps passen da so drauf auf einen Merkur-Board? Das kommt dann sicherlich auf die Apps drauf an, aber so. Es kommt auf die Apps drauf an, aber wir haben hier jetzt, wir bauen jetzt nur mit Merkur-Boards mit 256 Kilobyte Flash. Die früheren hatten 128. Und ein ContiguOS mit diesem Trigger-Button, der Coop spricht. Also das Coop-Protokoll spricht, das ist so RESTful Services über UDP, braucht dann insgesamt ungefähr 60 Kilobyte. Okay. Und also das ist schon komplett, das Betriebssystem plus der App. Faszinierend. Eine App braucht ein paar Kilobyte. Also man kriegt sicher 10 Apps drauf an sich. Faszinierend. Also wahrscheinlich viel, viel mehr, aber ich spiele meistens ein, zwei Apps drauf und fertig. Und in was programmiert man diese Apps? Diese Apps sind fertige Server, die sind in C programmiert oder in C++. Die bindest du ein und tust ihre Callback-Routinen befüllen. Das heißt zum Beispiel, du hast jetzt einen RESTful-Server installiert, der Coop spricht, dann tut der mal nichts, ne, außer das Board öffnen. Und sagt zu jeder Anfrage, kenne ich nicht. Falscher Request-Anfrage. Ne. Jetzt kannst du durch ein Makro definieren eine C-Routine, die benennst du. Zum Beispiel Leuchtdiode, ja, die heißen Leuchtdiode. Dazu gibt es dann Callback-Routinen, Get, Post, Put, Delete, die man da einträgt und befüllt diese Routine. Dann sagt man noch, jetzt aktiviere diese Routine unter folgender URI, gibt an zum Beispiel /S für Sensor,
oder in dem Fall, weil die LED in ein Aktor, könntest du sagen, Schrägstrich A für Aktor, Schrägstrich LED 1. Mhm. Und wenn du die LED jetzt auf- und abdrehen willst, dann sendet einer von außen die Anfrage hin, bitte dreh die LED an, und dann kommst du in die Callback-Routine, die definiert ist, die IP-Adresse Schrägstrich A für Aktor, Schrägstrich LED 1. Also, wenn die Anfrage stimmt, richtig gepasst ist und alles funktioniert, kommst du in deine Callback-Routine. Ah, okay. Das also, da muss ich nicht drum kümmern, um die Fehlerfälle, wenn es nicht geht, um Retransmission, um Hackerangriffe in der Anfrage versteckt. Das kommt wirklich nur hin, wenn das Parsing funktioniert hat. Mhm. Und der Vorteil ist noch vom Coop, das hat MIME-Types. Und du kannst sagen, das ist jetzt ein Text. Ich möchte von dir eine Textantwort haben. Wie geht's dir? Sagst du gut. Ne? Ich kann aber sagen, nein, ich möchte einen JSON haben. Dann sagst du, geschwungene Klammer auf, gut, Doppelpunkt, wie geht's mir? Doppelpunkt gut, geschwungene Klammer zu. Ne? Oder das Coop ist eine Erweiterung von HTTP? Coop ist ein eigenes Protokoll von der IETF entwickelt. Ist im Prinzip wie HTTP RESTful, nur auf UTP geschwungen. Ne? Und durch es kann halt mehrere Sachen, es gibt eine Ressource, die muss in jeder Coop-Knoten haben. Das heißt Well Known Core, das heißt auf Deutsch, was kannst du? Mhm. Und dann kriegst du eine Liste in so einem XML-Format über alle Ressourcen, die du abfragen kannst, mit Eigenschaften dazu. Das heißt, wenn ich dich nicht kenne, kann ich sagen, was kannst du? Dann sagst du mir, ich kann schwimmen, Radfahren, hüpfen, stehen. Ja. Das sind deine Ressourcen sozusagen. Und deswegen kann ich jetzt als jemanden, der den Manual nicht gelesen hat und vorher nichts gewusst hat, durch Abfragen einen Ressourcenbaum bekommen und mit Coop danach reden. Ah, okay. Und weiß auch, welche Dinge zu interpretieren habe. Ne? Ja, praktisch. Und frage gleich weiter, gibt es auch in der Authentifizierung da? Sprich, kann ich unterbinden, dass du was tust, was ich nicht will? Du redest über Security-Authentifizierung. Ja. Dadurch, dass du mit IPv6 redet und IP ist, kannst du die Authentifizierung und Security verwenden, die es halt bei IP gibt. Ne? Okay. Du kannst sagen, Mac-Layer-Verschlüsselung, das ist die einfachste Methode, dann wird eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung vorgenommen, ne? Also ein Mac-Layer. Ne? Also, jemand, der das ISO-Modell kennt oder die meisten Frequenz eh kennen, besteht eben aus 7 Schichten. Die unterste Schicht ist Physical Layer, das heißt, wie bekomme ich überhaupt ein Bit rüber? Mit Energie in dem Fall, ne? Ohne Energie geht nichts. Bei einer Leitung wäre es eben, indem ich Strom durchschicke, mit einer Spannung. Bei Funk wäre es eben eine Funkwelle, dazu brauche ich auch Energie. Eine Funkwelle kann man sich so vorstellen wie Licht, nur ist die Wellenlänge so kurz, das ist nicht sicher. Das ist ungefähr die Erklärung. Der Layer 2 beschreibt schon nicht mehr, wie bekomme ich ein Bit drüber, sondern wie bekomme ich ein Backerl rüber. Also gibt es eine Backel-Synchronisation, eine Backel-Nummerierung und dann gibt es einen Backel-Inhalt. Das heißt, Mac-Layer-Verschlüsselung 2 ist ein Mechanismus, wo ich dieses Grund-Backel verschlüssel. Aber Backel kann er ja immer noch weiter schupfen. Ne? Also zum Gregor und der Gregor kann es zum Horst senden. Weil ich möchte mit Horst reden. Ne? Das geht aber nur mit Gregor. Wenn ich es nicht weghaue, die Backel. Das Problem an der Mac-Layer-Verschlüsselung ist jetzt, ich schupfte das Backel zu, du musst es auspacken, einpacken, weiterschicken. Du könntest dir mit Horst einen anderen Key haben. Ah, okay, ja. Das Problem ist aber, du kennst jetzt mein Geheimnis. Ja, das richtig, darf nicht sein, dass man dich verschlüsseln. Ne? Ja. Oder im Prinzip ist es so, dass dann, wenn du einen Knoten hackst, der in der Mitte liegt, könntest du mithören. Okay, wenn in der Mitte liegt. Also, wenn in der Mitte, ja. Das ist nämlich den Bankomatkarten einmal zum Verhängnis geworden. Ne? Wir haben auch so eine, jetzt in den Ohrenlayer sowas gehabt, da ging es zu Knotenpunkten. Die Knotenpunkte haben alles entschlüsselt von allen Bankomaten, wieder verschlüsselt und weiter gesendet. Und dann haben die Hacker diese Knotenpunkte damals angegriffen und sind an alle Daten gekommen. Das ist zwar etwas was anderes, aber das ist so ähnlich. Also wenn man den einen Knoten hackt, der in der Mitte beteiligt ist, könnte man mitlesen. Okay. Das ist aber die einfachste Methode. Die nächste Methode, wenn man verschlüsseln möchte, wäre RPv6 Security. Das kennen eh wahrscheinlich die meisten. Das geht dann über Pre-Shared Keys oder Zertifikate, den Zertifikatserver. Das geht halt mit den Merkle-Ports genauso. Da musst du halt wo einen Linux-Server mit StrongSwan haben. Dann kannst du Zertifikate und alles machen mit den Firmen und dem ganzen Zeug. Ja.
Natürlich ist da nur ein 8-Bit-Mikrocontroller drauf, das heißt, wenn der Session-Key oder überhaupt der Grund-Key durch die Zertifikate getauscht wird, was am aufwendigsten ist, dauert das 7 Sekunden. Und die dritte Möglichkeit ist, aber passiert ja nicht so häufig. Die letzte, oder noch eine Möglichkeit ist, man macht SSL. Okay. Das heißt, man verschlüsselt via 6 ist das, glaube ich. Oder? 6, ja. Dann hat man bei HTTP hätte man dann HTTPS gehört, ne? Und beim Coop hätte man ein Coop-S. Und diese Möglichkeiten gibt es. In Sachen Verschlüsselung. Das ist auch der Vorteil, wenn man jetzt IP beim Internet der Dinge verwendet, mit kleinen Mikrocontrollern. Leute, die sich mit Infrastruktur und IT auskennen, müssen nichts Neues lernen. Mhm. Du kannst alle Protokolle verwenden, du kannst alle Technologien verwenden, weil ja IP gesprochen wird. Was ist jetzt der Unterschied zu anderen Computern? Der Unterschied ist der Stromverbrauch. Wenn man jetzt einen Trigger-Button baut, ja, dann möchte ich ihn entweder mit Solar betreiben oder durch draufdrücken oder mit einer Batterie drehen. Ja. Und ich möchte aber nicht unbedingt immer ein Stromkabel legen. Ich möchte ihn vielleicht schon anschrauben, damit ihn keiner mitnimmt. Aber ich möchte nicht unbedingt die Wand aufstemmen, dass ich da jetzt einen Strom hinkriege. Und dann nimmt man eben solche Internet der Dinge, Boards, die stromsparend sind. Und da kommt man dann mit zwei Doppel-A-Zellen kommt man dann 1,6 Jahre durch. Das ist immer online und man kann ihn anpingen. Nice. Immer die sehr energieeffizient, ja. 1,6 Jahre hast du gemeint? Ja. Ja, super. Da schlaft der Knoten nur ganz kurz immer. Das ist, da gibt es so einen Duty Cycle, da wacht er jede Achtelsekunde auf, wacht kurz hin, will mir reden, nein, geht schlafen. Ne? Und so funktioniert das. Man kann die Zeit natürlich erhöhen, indem man länger schläft. Da gibt es eine Koop-Mechanismen, dass man schläft, aber trotzdem da ist. Das sind dann diese Power-Saving-Gedanken, die man sich halt machen muss. Ja, das der Vorteil ist, das Koop, das alles von sich aus kann. Das funktioniert ungefähr so. Ich sage, Gregor, ich melde mich bei dir an, wie geht's dir? Dann sagst du, mir geht's gut. Eine Stunde. Das heißt, wir sind eine Stunde miteinander verbunden und wenn sich bei dir was ändert, musst du dich bei mir melden. Innerhalb dieser Zeitspanne, ja. Dann denkst du, jetzt bin ich aber müde, geh schlafen. Ja, ich vergessen, ja. Dankeschön. Wachst wieder auf und sagst, jetzt geht's mir aber nicht gut. Oder wenn sich, Harald ist ja bei mir registriert, den muss ich mitteilen, mir geht's jetzt nicht gut, ja. Das heißt, du sendest mir einen Backel zurück, mir geht's nicht gut, aber dir geht's nicht gut, dann weiß ich, dass man in der Praxis heißt es im Prinzip bei diesem Button, der Button, wie geht's dir? Sagt er, mir geht's gut. Geht dem Button ist nicht gedrückt. Button ist nicht gedrückt, eine Stunde lang. Ne? Wenn ich jetzt hingehe und den Horst seinen Button drückt, oder jemand anders drückt den Horst seinen Button, dann werde ich verständigt. Mhm. Aber was hat das für Vorteile? Ich muss wieder mal nichts über die Geräte wissen, sondern ich muss die IP wissen. Und wenn er Coop kann, soll ich wählen und Coop und dann sehe ich, dass diese Ressourcen observable sind und dass ich mich da eben registrieren kann. Der große Vorteil ist eben, man muss sie nicht callen und von vorhinein muss der Knoten auch über mich nichts wissen. Das ist der große Unterschied zu MQTT. Bei MQTT muss natürlich der Knoten wissen, mit welchem Server er jetzt reden hat. Okay. Weil beim MQTT ist es umgekehrt, da muss der Knoten seine Daten zu einem Server schicken. Das ist so wie ein Trichtersystem. Ja. Das ist eher dazu gedacht, viele Daten zu sammeln. Und Coop ist eher gedacht, man unterhält sich untereinander. Ja, das war jetzt ziemlich viel für den Anfang, aber so ist es. Hast du deine Button bei dir schon zu Hause im Einsatz? Ja, ich habe mehrere Dinge bei mir zu Hause im Einsatz. Einen Button nicht, kommt aber noch. Kinder zum Frühstück Button? Ja. Aber zu Hause überwache ich in den Räumen Temperatur und Luftfeuchte. Mhm. Da war ich dann erstaunt, habe ich schon mal berichtet im Podcast, wie viel man über Luftfeuchtigkeit über die Menschen erfährt. Aber das Sensor ist, ob Leute da sind, ne? Ja, das ist sofort, wie viele Leute sind im Raum, wann wird der Kaffee kocht,
Wann geht wer baden? Wann wird gekocht, wann wird gelüftet? Die Temperatur sagt gar nicht so viel aus, sondern die Luftfeuchte sagt extrem viel aus, weil durch Temperatur und eben Lüften, mhm, Temperaturänderungen unterscheidet sich dann die Luftfeuchtigkeit extrem. Ja. Und wir Menschen sind ja Wasserwesen, ne? Also wir bestehen ja fast nur aus Wasser. Ja. Also wenn man Menschen verbrennt, bleibt nicht mehr viel übrig. Ja. Also das Wasser entzieht ist ja ziemlich leicht im Frühjahr. Ne? Also ich weiß nicht wie viel, aber ich glaube, nicht schlagen 80% sind wir sicher aus Wasser. Ja. Mhm. Das bedeutet aber auch, wenn du in einen Raum gehst, verdunstest du sehr viel. Das darf man gar nicht unterschätzen. Okay, also du kannst einen Schweißanfall von jemandem auch detektieren. Das ist ja die Dienstag, ja. Und da ist mir erst bewusst geworden, gebe ich meine Daten mit Log und natürlich zu Hause bei mir speichere mit einem kleinen Rechner. Ich verwende einen kleinen Raspberry Pi und ein Banana Pi, damit die stabiler sind. Und war sehr erstaunt, was man da so fangen kann. Ja, und ich erzähle später dann mehr über die Demo-Anlagen, wo man das Ganze verwenden, warum es verwenden und wie man drauf kommen will, eine Demo-Anlage zu bauen. Ja, sehr gut. Ich habe was drauf passt, nämlich von Heise ein Video, wo sie vergleichen die aktuellen Versionen von Raspberry Pi, von Banana Pi und von Qubitruck. Tendenziell eher im Hinblick auf NAS und nicht im Hinblick auf IoT-Geschichten zu bauen, weil sie so ein bisschen die Hoffnung hatten, sozusagen, dass sie was Besseres quasi finden als ein Raspberry Pi, was aber dann im Endeffekt nicht wirklich in dem Sinn der Fall war, dass man sagen konnte, also wirklich, das ist in allen Belangen besser als, sodass es immer für jedes Gerät halt seinen speziellen Use Case gibt, was im Prinzip auch vernünftig ist oder was auch fast zu erwarten ist. War eine interessante Geschichte, wie gesagt, das Video verlinkt man, so ungefähr eine halbe Stunde, wo drüber wirklich im Detail berichtet wird, wo sie zeigen, die einzelnen Schwachstellen, wie du auch einmal erklärt hast, Problematik vom USB-Interface, dass das lahm ist beim Raspberry Pi, das ist beim 3er nicht relevant besser geworden, aber es ist auch bei den anderen teilweise noch schlimmer, also schlimmer geht immer. Ja, das schaue ich mal an. Ich bin da immer noch interessiert. Ich bin zurzeit ein bisschen raspberry gesättigt. Also ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht einreden, noch einen kleinen Bordcomputer brauchen zu müssen. Und im Hinblick auf NAS heißt, also man will da Festplatten dran anschließen oder vielleicht eine SSD. Und da wäre ja Geschwindigkeit interessant. Und beim Raspberry Pi landet man bei USB 2.0. Das ist halt besonders schnell die Geschichte. Das heißt, SSD macht den Bezug darauf gar keinen Sinn, für Geschwindigkeit, vielleicht für Energieverbrauch, aber nicht für Geschwindigkeit. Und darum hätten sie die Hoffnung gehabt, dass die Qubitrucks da cooler sind, insofern als die SATA-Anschlüsse haben. Und der neueste Qubitruck, der frisch rausgekommen ist, hat einen SATA-Anschluss. Der alte hat ihn auch, der ist sogar ganz okay. Aber der neue hat auch einen, den sie über USB drüber routen. Das heißt, alles, was sie an Vorteilen hätten in Geschwindigkeit, haben sie eingebüßt dadurch, dass sie eingespart haben und das Ganze erst recht wieder an USB dran gehängt haben. Was wieder USB 2.0 ist, das heißt, das ist auch uninteressant. Im Endeffekt für NAS, für häufig schnelles NAS. Also wenn man ein schnelles NAS haben will, ist es noch immer gescheiter, man kauft sich ein dediziertes. Das ist immer schneller als diese Selbstvorlösungen. Eben, aber ich meine, kommt drauf an, was man braucht. Genau. Ja, ich hab, also ich meine, mir ist es schnell genug und ich kann viel mehr drüber schauen. Ich glaube, ich habe es ja einmal gesagt, ich habe ja auch einen Raspberry Pi 2 zu Hause. Als NAS funktioniert noch immer super. Hat erst mit wem darüber diskutiert, es ist ja so, ich verschlüssel die Backups und es geht noch immer prima, also der hat dafür ausreichend Leistung, die Sachen verschlüsselt und zu verschlüsseln und zu entschlüsseln, also das passt. Da rede ich mal später drüber, also geht wieder weiter. Zum Thema Backup. Ich auch was Passendes, aber ich würde gerne über was Unpassendes noch dazwischen reden, weil ich das glaube ich vergesse. Sagt euch Quick was? Die Bezahlmethode? Ja, ist schon eine mögliche Antwort und auch eine richtige Antwort. Ich meine, aber Quick in Kombination mit Google. Da könnt ihr euch doch erinnern, dass Google an der Ersetzung... Folge, ja, richtig, jetzt bist du auf der richtigen Spur. Ich habe eben letztens einen Podcast gehört, Wir müssen reden, glaube ich, ist das. Und da war eine sehr interessante Gästin eingeladen, nämlich jemand, den habe ich schon einmal gehört in einem anderen Podcast und die ist bei der Deutschen Bahn angestellt und ist dort zuständig für die Netzgeschichten in den Zügen.
Und die ist recht wiff, ja? Und die hat eben über Quick erzählt. Und über einen eigenen Podcast, den macht sie nämlich auch, nämlich, den wollte ich gleich empfehlen, RFC heißt der, Request für for Commons. For Commons. For Commons, genau, richtig. Und da bespricht sie RFCs, immer ein RFC pro Folge. Und ja, Quick ist auch sein Speedy-Nachfolger. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Chrome-Browser brauchst, dann kannst du nicht sicher sein, dass der eigentlich am wie erkläre ich es am besten, dass er eben nicht TCP/IP spricht, oder? TCP/IP ist schon, genau, HTTP. Das ist eins drunter, HTTP, ich war leer zu weit unten, ja. Sondern es basiert auf UDP, das Quick. Und sie haben die ganze TCP-IP-Logik, also so, dass UDP schießt ja einfach die Pakete raus und kümmert sich nicht darum, was dann damit passiert. Und sie haben die ganze Logik, die diese Pakete zusammensetzen und das Ganze implementiert, eine Schicht weiter nach oben gehoben. Und auch offensichtlich halt dadurch Geschwindigkeitszuwächse. Und man kann ein Plugin im Chrome zum Beispiel installieren und sich anschauen, wo überall schon Quick gesprochen wird. Und ihre Services sind anscheinend laut diesem Podcast irgendwie schon sehr, sehr, sehr großflächig umgestellt auf Quick. Aber ich fand das immer wieder erstaunlich. Ich habe mich ja schon bei Speedy habe ich das erstaunt, dass die einfach so die Protokolle tauschen und man kriegt es einfach so mal gar nicht mit. Ja. Also genau, RFC-Podcast auf jeden Fall. Gibt es noch nicht so viele Folgen, aber erste Folge war schon relativ spannend und kann ich mal so eine vorsichtige Empfehlung dafür aussprechen. Und nun? Ja, mir fällt noch was zu den Raspberries. Ich finde sie nett, ja, ich finde sie günstig. Mhm. Zum Ausprobieren finde ich sie auch gut, aber ich ärgere mich dauernd drüber. Ja. Jetzt habe ich wieder das Erlebnis gehabt zwischen 2 und 3. Haben wir gedacht, ja, dann ich nehme einen 3er. Weil das sind eh kompatibel, da kann nicht viel passieren. Ja, weit gefehlt, alles ist passiert. Die sind nämlich gar nicht kompatibel. Nämlich, was natürlich schon kompatibel ist, es hat einen Ethernet-Anschluss, ja, es hat USB-Anschlüsse, es geht in eine SD-Karte rein, ja, das geht noch immer, weil das ist ja genormt. Was aber nicht gleich ist, ist diese doppelreihige Stecker, da, wo man eben Prints draufsteckt. Das Printplatten, auch das Merkobot steckt man da drauf. Und dann kam die große Überraschung, sie haben es komplett geändert, nämlich welcher Pin was kann. Okay. Weil sie die Serielle, die auf diesen Pins war, haben sie fürs Bluetooth gebraucht. Das heißt, auf den 2 Pins, die wir benötigen, gibt es jetzt keine Serielle mehr, keine echte. Nämlich, wenn es ein Start ist, eigentlich gar keine mehr. Dadurch sind ganz, ganz viele Shields eigentlich broken. Ja. Und erst im letzten Jesse-Update, nicht im letzten, glaube ich, im vorletzten, war dann die Möglichkeit, dass man eine Serielle auf den Pins wieder aufdrehen kann. Da gibt es dann so ein Config-File und da sagst du, ich möchte dort eine Serielle haben. Dann hast du eine Serielle, aber eine im Kernel Space Soft Serielle. Das heißt, du kannst nur niedrige Baudraten fahren, was in dem Fall ausreichend ist. Und was jetzt erschwerend hinzukommt, heißt jetzt auch anders, Serielle. Okay. Und was verwirrend war, die Serielle, wie sie früher war, gibt es noch immer, der ist ACM0, so wie früher auch. Und ist nicht auf die 2 Pins drauf, sondern ein Bluetooth-Chip. Das heißt, wenn du dich dir nicht einliest vorher, denkst du, geht eh, aber warum geht's nicht? Naja, weil die Serielle nicht mehr die Serielle ist. Ne? Wenn du dann die zweite Serielle aktivierst, heißt sie dann TTYS0. Kann man jetzt nachlesen, wie das geht, aber ist wieder mal nicht kompatibel. Das war das Erste, was mich geärgert hat. Das Zweite, was mich wirklich geärgert hat, war, es gibt eine Distribution von uns, also zumindest Erweiterungen von uns, das ist Smart Zara. Das ist ein Smart Home System und dazu haben wir Installer Scripts für verschiedene Plattformen, auch für den Raspberry. Mhm. Da verwendet den Era DVD, den Routing Demo, dass man routen kann. Ich konfiguriere das so wie immer, mache das.
weil man gibt es Nebeneffekte. Wo man beim Raspberry, du steckst ihn an, du greifst mit SSH zu, das geht, zack, du fliegst raus. 2 Minuten. Komisch, ne? Probierst es wieder, zack, du fliegst wieder raus. Keine Schimmer gehabt, schau in die Konfiguration rein vom Netzwerk. Schaut komisch aus, was da steht, ganz anders wie gewohnt. Keine Ahnung. No, okay, kauf mir zufällig ein Raspberry-Heft. Und da gibt es genau einen Artikel drüber, wo einer genau erklärt, was sie machen, dass es alles so gar nicht gehört, wie sie es machen. Warum sie es so machen, weiß er auch nicht. Es ist nicht Standard, was sie da tun. Okay. Sie installieren nämlich einen DHCP-Server, einen eigenen, den sie dann vergewaltigen, auch statische Adressen wiedergeben zu können. Und lassen alles über diesen DHCP-Server laufen, den man in dem Fall gar nicht braucht. Hat, ja. Nämlich auch, wenn, davon, wenn jemanden an seine DHCP-Adresse will, machen sie es auch über den DHCP-Server und hinten herum. Und das bewirkt, dass wenn du jetzt herkömmlich routen machst und einlegst, da irgendwie was umgeroutet wird. Ja, das fällt auf, indem du plötzlich bei einem Interface 2 IPv4-Adressen hast. Und so Sachen, ja, da entstehen ja komische Dinge. In dem Artikel schreibt er, der den Artikel geschrieben hat, mir fällt der Name nicht mein jetzt, das ist schon 2 Wochen her, wie ich das gelesen habe, der hat dann eben auch so Phänomene gehabt, ist ihm nachgegangen, hat das Ganze deinstalliert und hat sauber gemacht, wie man es unter Debian Jesse wirklich macht. Und so eine Nachbemerkung dazu ist halt, er findet es schade, der Raspberry ist ein Lerncomputer. Und wenn man lernt, wie Raspbian das Netzwerk initialisiert, dann wird einem was gelernt, wie man sicher nicht tun sollte. Und das finde ich schade. Exempel, ja. Und das ist auch immer meine Erfahrung, dass diese Leute, die das Raspbian pflegen und tun, sich am Anfang ganz wenig um die Standards gehalten haben, mittlerweile schon viel besser näher bei Debian sind oder wie wir bei Linux sind, aber noch immer ganz viele Dinge ganz eigen machen. Okay. Es wird immer weniger. Ja? Aber das nervt immer fürchterlich und deswegen braucht man leider beim Raspberry immer einen eigenen Installer. Bei den anderen Plattformen haben wir immer die gleichen Installer. Aber nein, beim Raspberry braucht man meistens immer einen eigenen. Und ist auch immer aufwendiger. Das ist halt, was mich an dem Ding ärgert. Und das zweite ist, dass er halt nicht stabil ist. Ja. Also auch der Raspberry 3 hat seine Probleme, wenn man die Foren liest und die Beiträge liest. Der überhitzt halt und dann rebootet er. Das fällt bei Smart Zara nicht auf, weil da hat er nicht viel zu tun. Und zur Abhilfe gibt es schon eben neue Kühler-Bausätze, die man sich bestellen kann. Echte Kühler, die sich drehen. Passive Kühler. Und diese Dinge kenne ich zum Beispiel von einem Bananabike gar nicht. Wir verwenden die Bananabikes und die Olemix-Rechner als Standardplattform, weil die sind wirklich stabil und die funktionieren. Und die haben auch echte USB-Schnittstellen. Ja. Es war in diesem Heise-Video, was ich vorher zitiert habe, ich weiß nicht mehr genau, welches Board es war, aber sie haben dort auch eben mit einer Kamera gemessen, Infrarotkamera gemessen, wie heiß denn die Dinger wären. Und bei irgendeinem Board war es, wenn sie da einen Benchmark drauflaufen haben lassen, weil sie schauen wollten, wie schnell das Ding ist. Den Benchmark haben sie alle geschafft, aber sie waren über 10 Grad überhalb der spezifizierten Temperatur vom Chipsatz. Also die fahren einfach zu schnell im Verhältnis dazu, wie eigentlich die Chipsätze spezifiziert werden. Weil sie damit rechnen, dass die nicht voll ausgelastet werden die ganze Zeit. Und das ist natürlich eine Risikogeschichte. Da muss dann Kühler drauf tun. Wird eh auch oft angeboten, gleich so in Sätzen. So. Ich glaube, ich habe 2 meiner Raspis gleich die Kühler auch mitgekommen. Ich habe auch nur Raspberry-Sachen. Ja. Heute haben wir viel Raspberry. Ich habe auch Raspberry. Trotzdem, gut. Das eine ist, der 3er hat ein neues Feature, das ist gerade so in Testen und Entwicklung und so, kann in Zukunft von USB-Stick booten oder von USB-Festplatte booten. Das ist hübsch. Und muss es nicht mehr von SD-Karte, was bisher immer noch notwendig war. Ja, und das besteht dann für die bestehenden Raspberry 3s oder so hat es kommen? So hat es gelesen, hat es sich angehört, dass das dann geht. Angeblich muss man gar nichts flashen. Also ich weiß nicht genau, wie das funktionieren kann, dass es dann plötzlich geht und bisher nicht gegangen ist, aber es soll in Zukunft gehen und angeblich ist es geht schon stabil. Ich habe abgedatet, habe einen neuen Kernel gekriegt.
ja, einen neuen Bootloader gekriegt. Und ich habe dann auch im Heise gelesen, ich glaube eh vorgestern, dass es jetzt geht. Du musst das auch natürlich dann auf das externe Device verschieben, aber wie man dazu eigentlich kriegt, dass er bootet von der USB, vom USB-Device, weil früher hat er das gar nicht versucht, davon irgendwas zu lesen. Also ich bin gespannt, wie das ist, weil ich glaube, es war auch so, er hat auch prinzipiell nicht gebootet, wenn nichts im SD-Slot drinnen war. Also es ist, ganz habe ich noch nicht verstanden, wie so es geht. Und ja, ich nehme an, der hat irgendwo einen Bootloader auch drinnen. Und den überschreiben sie aus dem Betriebssystem? Den dürfte es überschrieben haben. Ja, also flashen sozusagen vom Betriebssystem. Ja. Dann kann es gehen. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ja, ja. Bierboot oder was? Und vielleicht eine zweite Geschichte zu Raspberry. Ich habe früher, weil du gesagt hast, Stabilität, ich habe andere Stabilitätsprobleme gehabt. Also bei mir war es im Allgemeinen so nach jedem vierten, fünften Reboot, wenn ich irgendwas abgedatet habe und wieder gestartet habe, war das SD-Image korrupt. Und ich habe mir gedacht, offensichtlich ist das scheinbar doch irgendwie geklumpert und der Controller dürfte nicht ganz okay sein. Aber es hat sich jetzt gezeigt, ich habe die SD-Karte getauscht gegen eine nicht No-Name-SD-Karte. SanDisk. Nein, eine Samsung. Und seitdem habe ich jetzt über ein Jahr nicht neu. Also bessere SD-Karte. Bessere SD-Karte zahlt sich auf die Art und Weise aus, nicht den einen 2 Euro da sparen. Ich glaube, einer 12 Euro kostet für 8 GB. Und seitdem keine Probleme und das Ding läuft einfach. Also ich habe Laufzeiten über einen Monat ohne irgendein Problem. Das ist wie gesagt nur ein NAS, also der hat nicht die urthermische Belastung da, aber der rennt schon eine halbe Stunde und so durch verschlüsselt Daten, weil das eine ist AirSync über SSH und das andere ist Borg Backup. Das ist auch ein verschlüsseltes Backup und das funktioniert dann ohne Probleme. Darüber haben wir auch berichtet in der Zeitung bei einem anderen Artikel und haben gemeint, dass eben die Raspberry 2 ein Problem haben in dem Controller drin, dass der mit der SD-Karte nicht richtig umgeht. Und dass eben die haben halt einen SanDisk als Beispiel genommen, dass die teurer sind und dass die SanDisks aber richtig behandelt werden. Es geht so weit, dass man von manchen SD-Karten gar nicht bootet. Also manche kann er gar nicht lesen. Das ist ein Freund von mir passiert. Ja. Und so hat halt jeder Raspberry seine Schwächen. Ja. Ein großes Problem, was noch immer ist, dass die USB noch immer keine echten sind. Ja, genau. Dass man sie nicht abdrehen kann, powermäßig. Dadurch fallen für einige Anwendungen flach. Ja. Also wenn du jetzt Geräte abschalten musst, zum Beispiel du nimmst so einen Stick, den man überall jetzt kriegt, ja, mit 3G, 4G, LTE, tust du SIM-Karte rein, möchtest den Raspberry damit online bringen, als Server, der wo steht, dann kannst du es vergessen, ne, weil diese Sticks stürzen alle ab nach einiger Zeit. Ja. Die sind dafür nicht gebaut, dass die Woche rennen oder ein Jahr. Und deswegen muss man diese Sticks immer wieder rebooten. Das geht aber nicht, weil du kannst die Spannung nicht wegnehmen am Raspberry. Das geht bei den anderen Rechnern schon. Kannst du das Board dezidiert abschalten, dann ist auch die Spannung weg. Das geht beim Raspberry nicht. Das ist dann natürlich. Und wenn du beim Raspberry Shutdown sagst, dann fahr er nicht runter. Er fahrt runter, aber schalt sie nicht aus. Das tun die anderen Rechner schon. Also da ist er doch. Das sind halt die Unterschiede. Es ist halt einem Rechner auch. Man muss halt sagen, die Zielgruppe für den Raspberry ist echt für Experimente. Aber das Produkt kann ich davor nur warnen. Ja. Das ist nicht deutlich. Für den teuren Satz. Außer für einen Benutzer so wie ich, oder ich bin zuerst am Ausprobieren, aber ich habe einen Beamer zu Hause. Da beginnen die Begehrlichkeiten, man würde doch gerne bequem schauen. Und ich habe LibreELEC jetzt ausprobiert. Was ist das? LibreELEC, das ist ein ganz schlankes Betriebssystem für den Raspberry Pi, das eigentlich nichts anderes macht, außer Kodi hochzufahren. Und Kodi ist wiederum das ehemalige XBMC, Xbox Media Center, und ist einfach, es kommt dann einfach eine Mediencenter-Oberfläche. Es versucht, deine Filme zu sortieren, zu benamsen, deine Musiklibrary. Du kannst es mit diversen Apps vom Smartphone aus steuern. Es gibt Fernbedienungen dafür. Also da kommt einiges mit. Und eine Begehrlichkeit, die ich noch besonders hatte dabei, ist nämlich Amazon Prime drauflaufen zu lassen. Ja, dabei. Das geht schon? Oder? Es geht schon. Allerdings ist es noch eine Anleitung. Und bei LibreELEC ist es so, dass es dass man dafür sich eine Alpha-Version runterladen muss und auf diese Alpha-Version noch ein Testbild, ein noch aktuelleres Update drüber fahren muss.
Das heißt, wenn man das, glaube ich, out of the box. Nicht sehr out of the box, aber auch nicht sehr schmerzhaft, weil du schiebst einmal das Image auf die SD-Karte, dann schiebst du dieses Update-Paket auch in einen bestimmten Ordner auf die SD-Karte und zuerst bootest du ihn mal hoch, schaltest vielleicht noch einen SSH-Zugang frei und dann installiert sich dieses Update und dann bist du schon auf dieser Version. Allerdings, das war noch nicht der ganze Schritt. Okay, es ist, man muss sagen, das wird sich besser mit der Zeit. Die sind ja auch bei LibreElec noch relativ frisch. Und die haben jetzt eben eine neue Videoplayer-Methode eingebaut, nennt sich InputStream. Und mittels derer ist es möglich, dass die jetzt Medieninhalte von Amazon und Netflix und so abspielst. Fehler. Also nicht nur mit dem Input-Stream, was du noch brauchst, da kommt Chrome OS und Chrome zur Hilfe, gibt es die Libwine Library. Und die musst du dir auch noch, also deswegen habe ich auch vorher gemeint, den SSH-Zugang zu freischalten, weil die musst du dann noch manuell installieren, sind auch zwei Befehle. Ja? Das Ganze ist jetzt out of the box, hast du schon recht, ist es nicht. Ich glaube, es wird sehr viel gemütlicher, wenn mal der Input-Stream zumindest einmal integriert ist. Und das wird kommen, wenn sie die LibElec, ich glaube Version 8 ist es dann, und die steht, glaube ich, also laut, wenn man ihren Blog glauben darf, auch kurz vor der Haustüre. Aber sonst mit dem ganzen, das ist ja ein XBMC, hast du gesagt, ein XBMC Fork. Ja, das gibt es ja nicht. Nein, es ist kein, es ist ein OpenElec Fork. OpenElec Fork, ja. Bist du mit dem zufrieden für deine Sofa-Surf? Das ist so höchst professionell. Ist das so wahnsinnig? Es gibt eine, ist das alles, was man vom Sofa aus haben will? Ist da ja, mehr drin? Noch. Es mehr gibt sehr viele, lebendige Add-ons, auch in der Linien, ORF, okay. Und diese ganzen Geschichten. Also, cool. Man kann, also für mich eigentlich viel zu viel. Hast du die Fernbedienung zum Laufen gebracht? Ja. Und das auch ohne Konten, das ist immer, poppt dann einfach auf und findet das Gerät, die LibreElec im Netzwerk. Meinst du die Fernbedienung? Infrarot-Fernbedienung vom Fernseher? Nein, das ist, ich habe gar keinen Fernseher, ich habe einen Beamer. Ach so, ja, aber der hat ja auch eine Fernbedienung. Ja, aber das ist ja nur so eine, das haben wir uns gestern witzigerweise ausprobiert. Das schätzen Sie nicht. Ja, genau. Aber ich glaube, da ist so wenig, da sind so wenige Knöpfchen drauf, dass... Wenn es der Fadenkreuz drauf, also wenn du ein Steuerkreuz drauf hast, mit drauf, runter, links, rechts, dann hast du eine gute Chance, dass es funktioniert. Ja. Also es ist verblüffend, wie viele Fernseher-Fernbedienungen mit diesem OpenElec übers. Aber er hängt über HDMI dran. Ja, also dieser Kanal wird er gehen. Genau, dieser HDMI-Kabel wird dann verwendet quasi als Steuersignal für die Fernbedienung. Und das ist sehr cool. Eine andere Fernbedienung dranhängen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Also zurzeit mache ich das über Smartphone. Und das Letzte, das man nachher nicht erinnern muss, noch ein eigenes Repository installieren, wo dieses Amazon Add-on angeboten wird. Was angenehm ist an dem Ding, an diesem Add-on, ich meine, das ist oft in der Entwicklungsphase, ich glaube, so wirklich zum drin schmökern und so macht es jetzt wenig Spaß, weil es noch relativ langsam läuft. Hast du schon irgendwelche Actionfilme dir angeschaut, in dem Sinn mit schnellen Bewegungsabläufen? Im Amazon nicht. Ansonsten habe ich mir jetzt einfach, ich meine, da kommen auch schnelle, eine Star Trek habe ich mal angeschaut. Mir kommt vor, dass es teilweise ein bisschen schlingelt schon. Wirklich? Auch, ja, ist mir jetzt mal nicht aufgefallen, aber vielleicht steht es an anderen Stellen, keine Ahnung. Das hat schon gut hingehört irgendwie. Und was das Add-on ganz angenehm macht von Amazon Prime ist, bei Default zeigt es dir nur wirklich die Sachen an, die auch beinhaltet sind in Amazon Prime. Es ist nämlich so, wenn du die Tablet Amazon Prime App verwendest, dann versuchen sie dir ja trotzdem nur so den Kauf irgendwie nahe zu nehmen. Also hier kannst du die ersten zwei Staffeln und für die dritte zahlst du aber irgendwie was, oder dieser Film könnte dich ja auch interessieren. Und das räumt damit so ein bisschen auf und macht es eigentlich ein bisschen angenehmer, weil du schon auch ein Gefühl bekommst. Also ich glaube, ich würde jetzt sagen, es ist keine ideale Lösung. Ich schaue mir doch lieber ein Tablet an, das ein Film ich schaue, und dann starte ich es halt über dieses Add-on. Aber man gebe dem Ganzen ein bisschen Zeit, und man weiß halt nie, ob Amazon nicht irgendwie trotzdem noch garstiger wird und das irgendwie dann versucht abzudrehen. Aber dadurch, dass es eben ein Plugin ist, eine Erweiterung ist von Chrome und Chrome OS, wirkt mir das für eine ganz vernünftige, nicht so hackerische Lösung. Ja. Cool. So viel dazu. Mal schauen, dass es weiter bewährt. Also in den Center.
kann von Irland erzählen. Ich habe nur technischen Teil. Ah, so noch technisch. Und zwar, ich habe ausprobiert ein Stück Software, das ich bisher noch nicht kannte, das nennt sich RetroShare. Sagt euch das was? Nein. Doch, nein. Irgendwas geht mir erzählen. Torrent-Netzwerk. Ich habe mir nicht genau angeschaut, welche Protokolle sie unten fahren. Es ist eine Desktop-Applikation, die du dir installierst. Sie ist Cross-Plattform und es ist Peer-to-Peer. Und es ist alles mögliche an Sharing. Also es ist File-Sharing. Also du kannst einerseits Files Usern freigeben und Files von die andere dir freigeben. Es ist Messaging. Es sind Foren auch. Wie sie das dezentral machen, weiß ich nicht genau. Also es ist relativ multifunktional. Es ist ja noch einiges anderes Zeug, was ich noch nicht probiert habe. Und das alles verschlüsselt? Oder? Und angeblich alles verschlüsselt und alles dezentral und so weiter. Ich habe mir die Protokolle darunter, wie gesagt, noch nicht genau angeschaut. Weil ich habe noch ein ordentliches Problem damit, und zwar bedingt es, ich verwende Ubuntu, dass GNOME Keyring installiert ist, diese harte Abhängigkeit, und ich habe Ubuntu Mate installiert, und in dem Moment, wo ich Ubuntu Mate installiert habe und GNOME Keyring installiert ist, wenn ich den Chrome-Browser öffne, ist ein Core belegt durch das GNOME Keyring. Weil der mit jedem Öffnen vom GNOME Keyring meint, er muss jetzt einmal alle Kennwörter, die GNOME im Netzwerk gespeichert hat, runterladen und mit dem GNOME Keyring synchronisieren. Und bisher habe ich noch nie die Geduld gehabt, dass ich das so lange laufen hätte lassen, dass das fertig geworden wäre im Synchronisieren. Und da ist mir das zurzeit einfach zu blöd. Manche Leute behaupten, es liegt nur an der Menge von den Schlüsseln. Manche sagen, es würde reichen, automatische Anmeldungen abzudrehen. Das ist bei mir nicht der Fall. Was wirklich der Grund dahinter ist, weiß ich nicht. Und diese GNOME Keyring, diese harte Abhängigkeit, diese Problematik habe ich überall. Also zurzeit ist das RetroShare damit auch nicht für mich verwendbar, weil ein Core eigentlich de facto immer belegt ist. Also, da bin ich noch nicht rumgekommen. Aber an und für sich schaut es interessant aus. User Interface ist auch manierlich und so. Und man zeigt am Anfang eben Zufall, indem man mit der Maus herumfährt, nicht? Damit man einen Schlüssel sich erzeugen kann und so weiter. Also es wirkt alles, ist auch sehr, sehr benutzerfreundlich an und für sich. RetroShare. Da kann ich auch was erzählen über Retro. Ich bin von Kärnten mit dem Zug wieder mal nach Wien gefahren. Da war dann ein massiges Gewitter vor uns. Ein großes Gewitter. Und wir stehen im Kindberg, wo wir normal nie stehen, und stehen und stehen und stehen. Da kommt die Tour und sagt, ja, wegen einer technischen Störung haben wir 10 Minuten Aufenthalt. 20 Minuten, 30 Minuten. Naja, durch einen Blitzschlag, die Signalanlage, müssen wir den Korridorbetrieb aufnehmen und müssen immer auf Freigabe des Zuges warten. Das heißt auf Deutsch, in jedem Bahnhof, nämlich dann wirklich in jedem Bahnhof ist einer gestanden, wahrscheinlich mit Handy oder mit ÖBB. Mit Token, die an den Lokführern. Ja, genau, was sie da verwenden. Und jeder Zug durfte nur von einem Bahnhof zum nächsten fahren. Dort hat ein Mensch geschaut, ja, der Zug ist jetzt wirklich hier, hat das durchgegeben. Und so wurde jeder Zug, der auf der Strecke war, nur von einem Bahnhof zum nächsten geleitet. Damit meine ich aber jeden Bahnhof. Ja. Also von einem Bahnhof, wo nur ein Haus steht, war auch ein Bahnhof. Ja. Das sieht man alle nicht, die Bahnhöfe, weil man normalerweise damit 180 durch die Gegend fährt. Und so hat sich die Schrittgeschwindigkeit bewahrheitet des Zuges. Ja, also man wurde nur Schritt für Schritt zu jedem Bahnhof geleitet, was dann über 1,5 Stunden Zeit gekostet hat. Ja, aber nach dem Semmering wieder was aufgeholt hat und in Wien hatten wieder 59 Minuten Verspätung. War aber interessant zu schauen. Es war zwar schon ein bisschen finster, aber man hat gesehen, dass wirklich in jeder Station einer gestanden ist, mit einem Gerät in der Hand, man hat nicht genau gesehen. Manche haben Handys gehabt, manche haben irgendwelche Funkgeräte, ähnliche Dinge gehabt und haben da halt kommuniziert. Das heißt im Prinzip, wenn die Technik ausfällt, muss man sich was überlegen. Also der Zug wurde wieder retromäßig transportiert. Die Leute, die schon ein bisschen älter sind, so wie ich, die kennen das noch von früher, da war ja bei jeder Station ein Bahnhofsvorsteher mit roten Kapperl. Der trat einen Schritt auf den Bahnsteig, hat im Zug nachgeschaut, ist wieder hineingegangen und hat durchgegeben, dass der Zug durchgefahren ist. Der hat aber auch auf Klopfgeräusche schauen müssen. Ja. Also
ob von außen irgendwas Seltsames erkennbar ist. Mhm. Der hat den Zug beim Vorbeifahren sozusagen kontrolliert und abgefertigt und hat das die Informationen weitergegeben. Ne? Da war es genauso, man musste halt in jeder Station stehen bleiben. Aber früher war das gang und gäbe, dass die Züge durch Menschen, die dort beschäftigt waren, beobachtet wurden. Ne? Also ein wahrlicher Retro-Trieb. Ein Retro-Trieb. Man musste wirklich zugutehalten, die haben wirklich alles versucht, dass man weiterkommt. Mhm. Was ein bisschen traurig war, es haben sich draußen zwei fürchterlich aufgeregt im Speisewagen, was das für ein Saufen ist. Also. Da hat dann ein anderer gemeint, seid froh, wenn wir ankommen. Ich meine, es waren ziemlich viele Muren überall, ziemlich viele Baustellen, die das reparieren. Und es ist mit dem Wetter momentan nicht so einfach. Ne? Es gibt ganz viel Regen auf ganz kleinen Gebieten. Das ist natürlich gefährlich. Das ist gefährlich. Ja. Aber ich muss sagen, das war recht interessant. Ja. Eine weitere Zuggeschichte. Aber wir hatten doch in den Themenzettel auch noch eine. Hast du nicht von hübschen Zügen irgendwo gesprochen? Ja, ich bin in Bruck an der Mur umgestiegen und von dort Richtung Graz gefahren, also Richtung Krattwein. Okay. Und ich bin in einen sage unbeschreiblich schönen Regionalzug eingestiegen, was in Wiener Schnellbahn entspricht. Mhm. Und da war rote Ledersessel, kleine Tischchen zum Ausklappen. Okay. Der Zug war blitzblank und also der Waggon blitzblank und neu mit riesigen so rollstuhlgerechten Klo und über jedem Sitz waren kleine LED-Lampen, so wie in einem Flugzeug, sodass du ein Leselicht hast und Steckdosen. Also. Dann habe ich den Schaffner gefragt, bin ich da in der ersten Klasse, und er hat herzhaft gelacht und gemeint, nein, das sind die neuen Regionalzüge. Okay, also wirklich sehr edel. Generation, sehr edel, so sehr edel. Ja. Da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet, über die Zeros. Sind das die oder? Das ah, dann bin ich ja. Da das erste Mal. Ja, die schauen wirklich gut aus. Ja, ja. Über die Folgen ist schön. Genau. Und nun? Und nun? Ich kann was, doch gleich weiter, wenn du schon bei Zügen bist. Ja, Zügen. Irland. Ich kann reden, wie belastend Geld ist, wenn man in Irland... Wenn man es hat. Ja, wenn man es hat, ja. Also Hintergrund, ich war so hektisch, bevor ich nach Irland gefahren bin, dass ich habe zwar halbwegs meine 7 Sachen gepackt und auch das Flugzeug rechtzeitig erwischt, aber was ich dann halt draufgekommen bin, was ich nichts angebracht habe, war rechtzeitig auf die Bank zu gehen und die Bargeldeinnahmen von meinem Sommerkurs von einer Woche auch auf der Bank einzuzahlen in mein Konto. Also ich habe ein sehr fettes Portemonnaie gehabt und das mit mir geführt. Und der Derek hat mich dann in Dublin abgeholt und wir gehen so herum und ich schleppe meine 7 Sachen und Rucksack und alles. Und er sagt, ja du pass auf, da in der Fußgängerzone von Dublin, da sind die ganzen Obdachlosen und die leben halt vom Taschendiebstahl. Mhm. Und seitdem war irgendwie meine gute Laune dann sehr vorbei. Und wir sind dann in einer sehr billigen Jugendherberge abgestiegen und da waren halt auch so 6 Personen in einem Raum mit Stockbetten. Und du wachst mit anderen Leuten auf, als du einschlafst, weil da halt ständig ein Kommen und Gehen ist. Ja? Mhm. Und ich habe ja erzählt, letzte Folge, unter den Betten waren so Drahtkäfige, wo du deinen Klumpert hast einsperren kannst. Aber das war jetzt nicht so, dass da jemand, der nicht geschickt ist, da irgendwie deinen Rucksack anbohren kann und was auszufischen. Das heißt, ich habe mein Geldbeutel dann da so am Kopfpolster gehabt und umarmt. Aber ich habe mich irgendwie sehr, sehr unwohl gefühlt. Und immer gedacht, oh, wenn wir das jetzt flattern, dann war... Fürs Geld eine Geldbörse nehmen, die man sich immer an den Hals hängen kann. Die man dann wirklich so einen Brustbeutel trägt. Genau. Ja, ja, nur nachts nimmt auch jemand einen Brustbeutel weg. Ja. Und ich habe mich permanent unwohl gefühlt. Auf jeden Fall, gleich ums Eck von dieser Jugendherberge war die Bank of Ireland. Und die Bank of Ireland hat so einen schmiedeneisernen Zaun, ja, gegen die nicht adeligen Massen, ja, und Natives. Gegen den Pöbel, ne? Ja, und gegen den Pöbel waren auch 2 so schöne Schiffskanonen gerichtet. Also richtig so, was früher auf dem 18. Jahrhundert auf dem Schiff war, wirklich so noch mit so kleinen Lafetten unten und haben so durch das Eingangstor nach außen gezielt auf den Pöbel. Ja, da haben wir gedacht, ha, da ist mein Geld sicher gut aufgebracht. Und ich habe gedacht, ich bin stolzer EU-Bürger und es gibt jetzt keine Transaktionsgebühren mehr zwischen EU-Kontos. Und ich gehe da jetzt rein und sage, bitte überweisen Sie mir diesen Klumpen Bargeld auf mein Konto in Österreich, welches ich legal besitze. Ja. Und die haben mich dann verwiesen von dem Bank of Ireland Bankschalter mit Marmor, haben sie mich verwiesen in so ein Nebenzimmer mit Holzbrettern, wo so Glasperlen und ausländische Währungen drauf gestanden ist, und bin dorthin. Ja, und habe da gewartet bei dem, so, mit anderen Leuten mit mühseligen Fremdwährungen, habe gesagt, ich habe Euros, das ist ein anerkanntes Zahlungsmittel, ich möchte sie auf ein Konto in Österreich überweisen. Und er hat gesagt, nein, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt,
ja, warum und so, können Sie das nicht machen, Sie sind doch eine Bank. Und er hat gesagt, nein, das geht nur, wenn Sie in der Bank of Ireland schon ein Konto besitzen. Da haben wir gedacht, na okay, was kann das schon kosten? Ich bin ja gewohnt von Österreich, dass eine Kontoeröffnung, da kriegt man dann eher so von so einem noch eine Sparbüchse und so Geschenke. Ja, ja. So bin ich erzogen worden und habe gesagt, na gut, was kostet das, ein Konto aufmachen? Ja, so viel kann das ja nicht sein. Und dann hat er gesagt, na, wenn Sie ein Konto eröffnen, nur zu dem Zweck, um auf ein anderes EU-Konto Geld zu überweisen, wäre das eine Straftat und das dürfen wir hier nicht machen. Schließlich hat er mich verwiesen. Ja. Ich meine, ich habe auch nicht sehr vertrauensweckend ausgeschaut. Ich war aus meinem Jugendherberg Mief und übernächtigt und alles Mögliche. Ja, und auf jeden Fall hat er mich verwiesen, ich soll zu seiner Western Union Büro gehen. Die kümmern sich um Touristen und Ausländer und so Leute wie mich. Ja. Und ich gehe dahin, Western Union, da sitzt in so einer Art Vogelkäfig, sitzt ein sehr gelangweilter Student drinnen. Und ich sage dem halt das, ja, ja. Und er sagt dann, na, mit Western Union auf der Bankkarte, na, das geht auch nicht. Und dann habe ich zum Glück mir den Namen gemerkt, das heißt Moneygram, also statt Telegram, Moneygram. Mhm. Mit einem Moneygram kannst du Geld auch unter anderem auf ein Bankkonto überweisen. Okay. Und ich komme mir eh schon deppert vor, dass ich da in so einen Touristen-Ausnahme-Dings muss, ja, anstatt in der schönen Bank auf Irland vom Marmor-Schalter bedient zu werden. Und dann hat er gesagt, ja, Moneygram, ja, er kennt sich auch nicht aus, aber ich soll mir halt ein Formular nehmen, was da liegt. Und ich nehme ein Formular und liest das alles auf Englisch, urviel zum Ausfüllen. Und da drin da steht, ja, also das gibt's, also ich kann die Kontonummer angeben und das, aber da ist ein Fee, wird verlangt, also eine Gebühr. Und die Fee finden Sie auf dem Formular. Auf dem Formular war das Fee nirgends angeschrieben und auch sonst war es nirgends angeschrieben in dem Büro. Und ich habe mir gedacht, dass der Beamte weiß es wahrscheinlich auch nicht, weil der hat auch nicht ausgegangen. Und außerdem unterschreibe ich, dass ich die Bedingungen gelesen habe. Die waren auf der Rückseite kleingedruckt. Das heißt, ich habe jetzt auf Englisch im Kleingedruckten das versucht zu lesen. Und nach einer Dreiviertelseite habe ich das so weit interpretiert gehabt, dass wenn das Geld nicht ankommt, sind Sie nicht schuld. Ja, also den Service kann ich, also da passe ich eigentlich lieber auf mein Geld auf. Und die Erlösung kam dann in meiner eher heruntergekommenen, also Entschuldigung, es war einfach eine billige Jugendherberge. Mhm. Und zwar habe ich das Partygirl hinter dem Tresen gefragt, habt ihr vielleicht einen Tresor, wo sie was Wertsachen aufhören? Und dann hat sie geschaut, ja, tatsächlich, sie hat einen Tresor. Also ich klatsche so meinen riesen Geldbörsel auf den Decken und sage, bitte, gute Frau, passen Sie darauf auf, während ich schlafen gehe. Mhm. Ja, und sie nimmt so einen Sackerl, tut das rein, tut das Sackerl zumachen, lässt sich meinen Reisepass geben, schreibt meinen Namen ab. Ja, also mein Nachname ist Jens, auf dem Zettel, den sie geschrieben hat, stand dann James. Und verstaut das und ich gehe selig schlafen und bin mein Geld los. Ja. Und habe gedacht, das wird jetzt gut bewacht. Und in der Früh bin ich dann halt hinkommen, da wurde diese Theke gerade aufgesperrt, also die war toll mit Rollgitter gesichert und allem. Und da war so ein Rastafari-Mann und ich sagte, hey Mann, hast du vielleicht da mein Geld? Und da habe ich ihm gezeigt, wo der Tresor ist, hinter der Bar, hat er geschaut, ja, und hat so mit spitzen Fingern mein Geld rausgefischt und hat gemeint, ist das deins? Und er hat gesagt, ja, tu's wieder rein, tu's wieder rein. Also jeder Typ hätte herkommen können und sagen, mein Geld ist da drin und hätte es problemlos rausgekriegt. Aber trotzdem habe ich mich halt damit wesentlich sicherer gefühlt. Und ich habe, also erst in der, wie ich dann in die Westküste gefahren bin, habe ich mein Geld immer bei mir gehabt, aber dort habe ich mich nie ungut gefühlt. Ausgeben, Horst, ausgeben. Ja, es war ein bisschen viel. Auf jeden Fall, ich habe gelernt, dass Geld Bargeld belastet. Dass die Überweisung da doch, ja, wirklich so eine Schwierigkeit darstellt. Vielleicht hätte ich eine Krawatte angehabt, hätten sie mich anders behandelt, ich weiß es nicht, aber es war eher so. Erstaunlich. Ja. Nicht so erfreuliches Erlebnis. Anzüge und Zufall. Ich bin durch die Währingerstraße gelatscht. Das mache ich ganz gern so Stadt herum. Währingerstraße. Okay, ja. Und sehe in einem Geschäft einen Anzug, der bestand aus Stoff, auf den Testbilder aufgedruckt waren vom Fernsehen, wie man es von früher schön, gewandt diese, hat. Drei Schwarz-Weiß-Streifen. Ja, ganz bunt. Okay, und einfach kreuz und quer übereinander. Ja. Und ich habe gedacht, puh, echt heftiges Design, ein Foto gemacht, getwittert. Mhm. Und haben wir gedacht, wie kann man nur sowas finden? Und am nächsten Tag, wie der Zufall es will, hat jemand anders, nämlich der Armin Wolf, auf Facebook gepostet, einen Shop, der solche Anzüge tatsächlich verkauft.
werden wir verlinken. Also die haben Anzüge, das ist wirklich unglaublich Opus-Suites. Also wenn ihr einen Opus-Suites, ja, wenn ihr einen Anzug sucht, der nicht den üblichen Konventionen entspricht, farblich, Muster oder sonst irgendwas, also zum Beispiel einen Anzug mit Pokémon Screenshots drauf. Bei Opus Witz gibt es sowas. Das ist gefährlich heutzutage, mit so einem Anzug durch die Straße zu laufen. Ah, jetzt habe ich Pokémon gesagt, wollte ich gar nicht sagen. Ich bin auch schon verseucht. Pac-Man wollte ich sagen. Okay. Pac-Man sieht man noch nicht, die Leute herumlaufen. Ja. Das ist dann die nächste Stufe. Und dann war mein erster Gedanke, was für ein Zufall, dass das passiert ist. Und dann bei so einer Gelegenheit sagt meine Freundin dann immer drauf, Zufälle gibt es nicht. Und jetzt habe ich mal nachgeschaut, was eigentlich Zufall heißt. Was heißt ein Zufall? Was ist denn ein Zufall? Das fällt mir zu. Ja, ja, aber wann sagt man das? Unwahrscheinliches Ereignis, ne? Ja, nein, ein Ereignis eigentlich nicht, sondern wenn man mehrere Ereignisse in Zusammenhang bringt, die eigentlich keinen Zusammenhang haben, keinen rationalen Zusammenhang haben. Und also, es gibt sehr wohl Zufall. Was ich hier mit meiner Freundin ausrichten würde, würde sie diesen Podcast hören. Das tut es aber nicht, das muss ich sie auf anderen Wegen erklären. Also, ich habe einen Zufall erlebt. Ein Zufall? Ja. Oder übersetzt, ich hatte recht. Ach du, ja, das mit dem Recht haben. Weißt du, in einem gewissen Alter. Ja, ja. Hauptsache, sie gekriegt haben. Ja. Falls ihr schön erleben wollt, ich habe einen französischen Kinofilm angeguckt. Heißt Frühstück bei Monsieur Henri. Ah, den wolltest du das letzte Mal schon erzählen. Ja, und, aber ich kann ihn leider... Nicht erzählen. Er wird gespoilt, aber... Aber gehst du das hardcore. Risiko ein? Aber nicht hardcore, oder? Wahrscheinlich. Also. Und nachher weißt du dann alles. Nein, danke. Was mich stört, darf ich kurz was dazu sagen? Bitte. Wenn ich fülle den Feedbackbogen nicht aus vom Podcast. Ja. Ja. Ich sage direkt, wenn ich hier bin. Mich regt es immer auf, wenn nicht gespoilt wird. Nicht gespoilt wird. Ich möchte, dass gespoilt wird, weil ich komme nicht dazu, die Filme zu sehen. Genau. Ja. Harald, du schaust ja eh keine. Gregor, du schaust ja eh keine französischen Filme. Doch, ja, du schaust das an. Okay. Ich würde sagen, ihr spoilt den Podcast und Gregor muss raus. Gregor muss kurz den Raum. Ja, du kannst sicher darüber reden, ohne die gesamte Pointe zu bringen. Ich glaube, Gregor muss aufs Klo. Ja, ich gebe dir dann ein Zeichen, wenn du strategisch aufs Klo gehen solltest. Ich mache einfach la la la. Okay. Und ich lasse nicht raus. Ja, ich versuch's. Ja, okay. Also, worum geht's? Kino. Es geht um eine sehr schöne französische Studentin halt, die ist die Hauptdarstellerin von dem Film, ja, schaut ganz toll aus. Und die wohnt aus diversen Gründen mit einem alten, bissigen Mann zusammen, der so ein Zimmer vermietet und die beiden, man kann sagen, die haben sich eh verdient. Also. Und das Hobby von dem alten Mann... Sie pflegt ihn ein bisschen, oder was? Was? Sie pflegt ihn ein bisschen Nein, nicht wirklich. Also sie will ein billiges Zimmer und hat ihr Leben gerade sehr durcheinander und studiert. Und sein Hauptding, was ihm am Leben erhält, ist, seinem Sohn auszureden, die Verlobte zu heiraten. Also, beziehungsweise er will nicht, dass er sich mit ihr vermehrt, weil er sie für blöd hält halt. Ne? Und dann setzt er natürlich, gemein wie er ist, setzt er diese... seine Untermieterin jetzt ein, sie soll seinen Sohn verführen. Der Sohn ist schon 40. Okay. Das ist halt so die Hauptkonstruktion. Sehr gut. Ja. Das ist es. Ist es eine Komödie, Tragödie? Ist es es sind schon Gags drinnen, ein paar, aber ich habe es nicht, als ganzen Film habe ich ihn nicht sehr lustig empfunden. Okay. Eher so ein bisschen nachdenklich, weil es halt auch gegenüber den Sinn vom Leben und was will man haben und was erreicht man. Also es war eher so ein bisschen... in Richtung Philosophische und dann beim Nachhausgehen habe ich mir gedacht, dass eigentlich, also natürlich ist einem die Hauptdarstellerin super sympathisch, weil die ist jung und schön und so und arm und wird da von dem bösen alten Mann benutzt und manipuliert, aber nach dem Kino habe ich mir dann gedacht, eigentlich war die mindestens genauso unsympathisch wie er, also so wie sie sich benommen hat, ne? Also sehr verlogen und auch auf ihre Art versucht, Leute zu manipulieren, also Die beiden haben sich eher ein bisschen verdient gegenseitig, ja. Okay. Und, ja. Ist es eine Empfehlung, hast du dich gelangweilt? Oder nein, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich hätte mir natürlich lieber so eine herzhafte französische Sommerkomödie erwartet. Und es waren ein paar lustige Stellen drin, aber das Lustigste ist eigentlich, wie der 40-Jährige halt davon lebt, der Film, dass der sich dann halt verliebt und so auf
alter Mann will wieder jung sein und läuft jungen Mädchen nach, so pubertiert, ne, wie, und dann lädt er halt die Junge und einen Freund von ihr lädt er großartig in einen Club ein und sagt halt, ja, Champagner, und dann kriegt halt, die witzigste Szene ist, wie er dann die Rechnung sieht, was ein Champagner in einem Club kostet. Ja. Das ist halt extrem witzig, aber es, wie gesagt, es sind ein paar Gags drin, der Film ist auch an sich nicht traurig, aber eher nach zum Nachdenken. Okay. So habe ich zumindest empfunden. Mhm. Das habe ich versucht, nicht alles. Ja, das ist sehr gut. Das ist, ich war auch im Kino. Ja. Ich würde sagen, einen Horror-Action-Streifen gesehen. Wow. Einer der brutalsten Filme, die ich je gesehen habe. Also es werden Hauptdarsteller gequält eigentlich, regelmäßig quälen einander und gehen aufeinander los, spielt in New York. Ziemliche Verfolgungsjagden, also die klassischen New York-Verfolgungsjagden mit Bus und LKW und so weiter, ziemlich viel Action. Teilweise spielt es im Kanalsystem in der Unterwelt. Glaube ich, habe eine Idee. Hast du schon eine Idee? Ja. Werden auch einige abgemurkst dann dort. Ziemlich brutaler Film. Also sind nicht alle Hauptdarsteller zweibeinig? Gute CGI-Effekte. Ja. Muss man sagen, also wirklich CGI vom Feinsten. Ja. Aber ziemlich brutaler Film, also freigabemäßig, weiß ich nicht. Also da haben wir minderjährige Zuhörer und Zuhörerinnen. Ne? Na, dann kann man den Film vielleicht doch empfehlen. Also es ist Pets. Pets, also freigegeben ab 6 Jahren, oder? Das kann schon sein, aber es ist wirklich einer der brutalsten Filme, die ich je gesehen habe. Es ist unglaublich. Es waren echt Szenen, wo ich mir dachte, boah, das ist grauslich, muss man das wirklich anschauen. Ne? Also du warst nicht begeistert. Er ist schon gut, also technisch ist er unheimlich gut gemacht. Die Story gefällt mir über. Ist komplett gerendert, also keinerlei. Komplett gerendert, alles in 3D. Ja, wirklich, ich würde sagen, gut gemacht. Ziemlich wahrscheinlich das Beste, was ich bisher so gesehen habe an Rendering. Wir haben uns bewusst nicht die 3D-Version angeschaut, also sondern nur ohne Brille, die Digital-Version. Also es gibt in einigen Wiener Kinos auch in nicht 3D. Es gibt ihn nicht. Ist er nicht abgegangen, das 3D? Es ist bei mir immer umgekehrt, mir wird tendenziell entweder schlecht oder Kopfweh. Also wir haben bewusst den. Das macht die Farben kaputt, also so 3D-Sachen. Ja, was ich jetzt gesehen habe, die Szenen, die so richtig arg 3D sind, also wenn sie so durch die Gegend fliegen oder sowas, weil spielt auch ein Adler eine Hauptrolle, also mit dem fliegt man dann ziemlich viel durch die Gegend. Da haben sie dann relativ viele so Unschärfeffekte eingesetzt, die dann teilweise auch in nicht 3D wieder nicht gut ausschauen. Also hin und wieder wäre es besser, ein bisschen weniger Videoeffekthascherei in das Ding einzubauen, sondern es einfach halt nur gerendert lassen, wie es ist. Die Charaktere sind super gezeichnet jetzt im Sinne von, also dargestellt wirklich gut. Viele berühmte Synchronstimmen, also wir haben die deutsche Synchronfassung uns angeschaut, weil es die englische nicht in nicht 3D, also nicht in 2D sozusagen gegeben hat. Sehr netter Film, absolut anschauenswert, aber ganz im Ernst, ob man da mit einem kleinen Kind hineingehen sollte, weiß ich nicht wirklich. Ich finde es unheimlich brutal. Sehr viele Referenzen zu anderen Filmen. Ach ja. Also es ist ziemlich sicher James Bond drin, es sind einige Rollen drinnen aus anderen Filmen. Ich glaube, das ist das neue Ding der Animationsfilme, kommt mir so vor, das ist einfach ein Schauwert für Kinder und Erwachsene. Genau, ganz klar. Also diese Anspielungen, popkulturelle Anspielungen, das heißt jetzt in jedem Pizza und so auch drinnen, einfach damit beide Generationen das, irgendwie was so das haben. Das Bild, das Killerkaninchen, das kannte ich auch irgendwoher. Ich glaube, das war Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Interessant. Ich habe eher an ein Computerspiel gedacht, da hat es Amazons gegeben mit einem Killerkaninchen, und da gibt es jetzt auch sein Killerkaninchen. Also Animation ist wirklich genial. Also das ist, was da mittlerweile geht. Also die Bewegungen sind so gut gemacht, obwohl da viele Tiere vorkommen, die man ja eigentlich nie gesehen hat. Also ich kenne jetzt nicht von einem Krokodil sehr genau die Bewegungsabläufe, aber sie waren einfach genial gemacht. Ja. Und war es lustig oder? Ja, schon auch, ziemlich viel lustig. Es hat auch eine Story. Es geht um die Freundschaft zwischen zwei Hunden, wobei die Story nicht wirklich aufregend ist. Es ist halt so ein bisschen kitschig halt auch diesbezüglich, wie mit Tieren in Tierheimen umgegangen wird, das ein bisschen vor, aber das ist nicht. Also es ist im Ernst, es ist hauptsächlich ein Action-Horror-Film. Also es spielt sich ganz schön ab. Pets. Ja, dann bringe ich noch ganz schnell im Aufwaschen einen Doppelpack, nämlich Comic und jetzt frisch rausgekommen eine Serie, nämlich Preacher nennt sich das.
Und den Comic kann ich vorbehaltlos empfehlen. Das war so einer der ersten Comic-Reihen, die mir mal ein Freund zugesteckt hat, die, wo ich dann intensiver begonnen habe, wieder so im jungen Erwachsenenalter Comics vermehrt zu konsumieren. Und er hat gemeint, lies das, ist wahnsinnig gut. Da bin ich mal sehr misstrauisch, aber es ist auch wahnsinnig gut. Preacher, das handelt eben, wie der Titel schon gibt, über jemanden, über den Jesse Custer, der eben ein Prediger ist. Und der eine Gabe eines Tages bekommt. Er bekommt nämlich die Gabe, mit einer gewissen Tonlage oder mit einer gewissen Stimme zu sprechen, und die Leute müssen dann tun, was er sagt. Und dazu, das spielt in Texas, und es entwickelt sich darum ein größerer Plot, weil natürlich Himmel, Hölle und was weiß ich noch alles irgendwie Interesse an dieser Gabe oder an diesen Fähigkeiten haben. Und es ist auch so ein bisschen Fantasy-Genre, weil sein bester Freund ist irgendwie der Cassidy, ist ein irischstämmiger Vampir, und so schlagen sie sich irgendwie durchs Texas. Und das Comic hat mir halt sehr gut gefallen, weil es auch diesen es ist sehr lustig und sehr bissig geschrieben, und es hat halt diesen Horror-Texas-Einschlag. Ich finde, also Texas jetzt in der Jetztzeit oder in so einer... Das sind 90er Jahre, spielt das, ja. Und die Serie ist, glaube ich, Jetztzeit. Aber das ist die Zeit ist ungefähr so die 90er Jahre. Es gibt natürlich Teile, die spielen im Comic, die spielen früher, weil der Cassidy als Vampir natürlich älter ist. Da kannst du noch ein bisschen in den Epochen springen. Aber prinzipiell sind das so 90er Jahre. Und es ist halt das Comic auch sehr blutig und sehr brutal. Es geht halt in diese... in diese Horror-Texas-Richtung, Südstaaten. Und da wird halt sehr viel thematisiert, was auch im Horrorfilm-Genre gern thematisiert wird, wie zum Beispiel so die Hinterwäldler, die schon sehr zurückgeblieben sind, beziehungsweise schon so dem Kannibalismus nicht abgeneigt sind. Und das Ganze wird halt in diesem Comic sehr, sehr grafisch und eindrücklich gezeigt, und man verlässt dabei aber nicht immer eine witzige Bissigkeit. Und jetzt kommt jetzt eben die Serie rausgekommen, da ist jetzt die erste Staffel komplett raus, da habe ich mir auf Amazon Prime angeschaut, und immer wenn man so einen Comic oder ein Buch sehr gern mag, dann ist man halt ein bisschen kritisch bei der Serie, aber ich finde, das machen sie ganz in Ordnung. Also wenn man so auf Horror-Südstaaten-Thematik mit Witz und wirklich skurrilen Charakteren steht, dann kann man das mal versuchen, sich anzusehen und schauen, ob ihm das zusagt. Ja. Also ich kann einen Vergleich bringen, es geht so ein bisschen in Richtung, aber da werden wahrscheinlich beide Lager beleidigt sein, von True Blood, das war ja auch so eine Vampir-Serie in so einem ähnlichen Setting. Aber True Blood, muss man sagen, sehr viel braver und auch sehr viel mehr Love-Interest-Stories. Und das war schon, also wie gesagt, wir werden beide Lager nicht glücklich sein mit dem Vergleich. Trotzdem hat es vielleicht so leichte Verbindungen damit. Aber das Ding ist jetzt nicht in erster Linie lustig, aber nimmt sich auch nicht allzu ernst. Oder es ist lustig. Ist schon eher lustig. Oder vielleicht bin ich schon abgehärtet und komplett abgestumpft, und es ist nicht lustig gemeint, aber ich finde das nicht lustig. Nein, es ist sehr witzig. Es ist halt sehr skurril, weil da kommt zum Beispiel, es gibt so zwei Abgesandte vom Himmel, das sind so zwei Leute, die in so Western-Sarkos irgendwie rumgehen und sich dann fürchten, wenn irgendwie Kontakt von oben kommt, und nicht das Telefon abnehmen. So, also es ist schon wirklich comichaft lustig. Ja. Also Preacher. Preacher. Okay. Give it a try. Ja, ich hätte noch was über die Demo-Anlage, die ich versprochen habe, was zum Reden. Das hat sich ergeben eigentlich durch Zufall, ja, sozusagen. Wir waren auf den Linux-Wochen, haben einen Stand gehabt. Und die Linux-Wochen werden über den Christian Jädler organisiert. Okay. Der ja auch den Verein Quintessenz leitet. Und hat gemeint, ja, wäre ja cool, wenn wir da eine Demo-Anlage machen, wir brauchen zumindest einen Sensor. Muss man mal vorbeischauen. Bei der Quintessenz ist es. Bei der Quintessenz ist es, ja. Und durch einen weiteren Zufall habe ich dann den Christoph Fabianek kennengelernt. Der hat ein sehr interessantes Projekt, das ist Onir Data, sozusagen die Anti-Cloud. Ne? Da wird ein System, nämlich Onir Data, auf deinem Rechner installiert, und der sammelt Daten. Okay. Alles, was du möchtest. Ne? Wenn du möchtest, kannst du ihm sagen, er soll deine Bankdaten
sammeln, deine Bewegungsdaten, deine Irgendwas-Daten. Der war auch bei den Linux-Wochen und hat gemeint, ja, wäre doch cool, wenn wir auch IoT-Daten sammeln könnten über die Wohnung. Ne? Ja, macht Sinn. Ja. Im Prinzip ist es jetzt Big Data, will ich nicht sagen, weil es ja nur Daten über so, deinen Haushalt sind und über dich als, oder die lebenden Personen, aber es ist die Datenauswertung vorhanden, auch in der Sprache R. Oh, cool. Und das heißt, du installierst du das, dann kannst du auf solche Server zugreifen, die auch, das Ganze ist Open Source. Und dann gibt es solche Auswerte. Ich kenne mich zu wenig aus, ob das Skripte, Programme, Apps nennt, weiß ich nicht. Solche Server, wo du dann für deine Auswertung die Auswerte-Apps runterladen kannst in das System. Und das System liefert dir dann die ausgewerteten Daten. Mhm. Ja, aus dem wilden Haufen. Ich habe am Anfang ein bisschen verpennt, die Daten liegen bei dir. Die liegen bei dir. Okay. Ja. Also er wertet jetzt deine eigenen Daten aus und macht ein Bewegungsprofil. Ja, normalerweise ist es so, du hast ein Handy, ja, du produzierst Daten und die lieferst du weg. Nach Facebook. Und durch Anfragen kriegst du Teilmengen zurück. Ja. Hier ist es umgekehrt. Die Daten liegen bei dir und die Apps, die das auswerten, holst du dir von freien Servern, die wieder Open Source sind, oder ladst alle runter zu dir. Du kannst auch solche Server dann betreiben. Und der richtige Datenserver, der das dann macht, läuft bei dir. Das Projekt ist eben ohne Data, ist von der NetID auch gesponsert. Die haben auch einen Verein gegründet. Und dann gesagt, sie haben die Lösung, wo ist das Problem? Ne, sozusagen. Und gesagt, ja, okay, cool, verbinden wir das Ganze. Und dann sind wir zum Christian gegangen, in die Quintessenz, und haben gesagt, ihr seid ja für die Privatsphäre und für Datensicherheit. Und wie wäre es, wenn wir jetzt zur Demoanlage ohne Daten dazu nehmen. Haben wir ihnen das System erklärt und die waren ganz begeistert. Wir können jetzt die Daten, die wir über die Sensoren sammeln, auswerten und daraus Schlüsse ziehen, ohne dass wir die Daten hergeben müssen. Ne? Dann haben wir darüber philosophiert, dass wir das machen könnten. Da kam auch die Anregung, ja, einen Button, wenn wer kommt, dann drückt er drauf und wenn wer geht, dann drückt er drauf und ob die Tür zu oder auf ist. Aber ihr Hauptproblem eigentlich dort, dass sie schnell gelöst haben wollen, ist die Hitze. Man muss sich vorstellen, das sind irgendwo die 21, aber in dem oberen Teil eines Gewölbes, da ist eine Decke eingezogen worden, und oben sammelt sich die Hitze. Klimaanlage gibt es keine, weil das ist so halb offen. Das ist die gesamte Luft zirkuliert da drin irgendwie. Jetzt haben sie viele Ventilatoren. Ja. Und weiter drüben ist ein Fenster und da wollen sie einen Ventilator einbauen, der dann über einen Tunnel Luft reinlässt, aber nur wenn es draußen kühler wie drinnen ist, und die wollen das Ganze eben machen. Ne? Und der Witz der Geschichte ist jetzt eben, dass man dann an den Sensoren nichts mehr ändern muss, an den Aktoren, sondern eben, dass du durch das Onya-Datasystem, durch die gesammelten Daten und durch die aktuellen Daten versuchen kannst, die Dinge besser zu regeln. Okay. So eine selbstlernende Lüftungsanlage. Ja, genau. Schön. Und auch das Buttons, mir ist tendenziell zu heiß, mir ist zu kalt, und ich fühle mich wohl oder nicht wohl, versucht man dann eben Daten zu generieren und zu sammeln. Und da sind wir dann auf ziemlich viele Daten gekommen, das haben wir auch als, also zumindest Sensoren gekommen, die möglich sind. Das haben wir dann auch dokumentiert im OSD-Wiki. Das finden wir über wiki.osdomotics.com, das werden wir wieder verlinken in die Shownotes. Und dort gibt es eben bei Projekten ein Projekt, das heißt SmartMQ. Das ist ein smartes Museumsquartier. Ah, okay. Und da kommt jetzt wieder OpenTrigger ins Spiel. OpenTrigger hat ja die Idee, man triggert was. Open heißt, dass alles frei verfügbar sein muss, Hardware-Software. Und die haben eben gemeint, ob wir mit ihnen kooperieren und sie einen Open-Trigger-Button bauen, und diese Open-Trigger-Button kommen auch ins Museumsquartier. Und immer wieder ist die Frage, wo bekommt man das Ganze? Wer auf OSDomotics wird das Ganze dokumentiert, dann kann man hin und her tun. Momentan gibt es 3 Shops in Wien, wo man Teile beziehen kann. Alle Projekte gibt es nicht zum Kaufen, ja, da muss ich die Teile selber besorgen. Aber viele gibt es, oder manche gibt es. Der eine Shop ist der Hackerspace-Shop. Der ist, wie heißt die Straße? Overflow, oder? Na, Hackerspace. Ja, ist Overflow, ja, Hackerspace Shop. Der ist auch meistens im MetaLab zu finden, manchmal. Dann gibt es den Semaf Elektronik Shop. Okay.
der Markthalle? Bei der Markthalle, das ist so ähnlich wie früher, diese Elektronikläden. Ja. Der Vorteil ist bei dem Shop, da gibt man alles, was mit Arduinos zu tun hat und Raspberries und so Sachen. Und dann gibt's, das ist Alsabachstraße, vielleicht, ja. Um dazu zu finden. Und dann gibt es seit kurzem einen neuen Shop, den wir mit ins Leben gerufen haben, der heißt IoT-Shop.at, also IoT-Shop.at. Dort wird man die meisten Sachen finden. Ja. Der ist aber nur online oder der hat. Den gibt es nur online. Ja. Und ich meine, sukzessive die ganzen Projekte versucht, Kits zusammenzustellen und dass man auch die Teile nicht jetzt über 20 Shops extra beziehen muss. Ja. Das ist immer ein Zeitproblem und ein Kostenproblem. Wir haben Baudelisten oder eben Modullisten, wenn du das bestellst und weißt, ah ja, das muss ich jetzt mit der China-Mail bestellen, das dauert 3 Wochen. Dort muss ich was bei XP-Tech bestellen, Versandkosten 8 Euro. Dort muss ich was bei Polling bestellen, Versandkosten 7 Euro. Dort muss ich was bei Konrad bestellen, okay, kann ich noch abholen, aber hat Apothekerpreise. Und dann kosten, dann machen wir die Versandkosten mehr wie das ganze Zeug. Ja. Und die Zeit. Und wir versuchen jetzt eben, Kits zusammenzustellen, wo man das eben in einen Sackel kriegt. Da hilft das immer für Elektronik mit und eben wir als Verein IoT Austria mit, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja, super. Und auch die von OpenTrigger helfen mit, dass wir das auch zur Verfügung stellen können, dass man das leicht und schneller in die Realität umsetzen kann. Man bräuchte einen Trigger zum Trigger, OpenTrigger bestellen. Zum Beispiel. Ja, automatisiert. Super. Ja, wer Lust hat, einfach mitmachen, mitschreiben, sich auf IoT Austria anmelden, Workshops besuchen, Vorträge halten, Projekte vorstellen, wenn es ihnen gefällt, oder zum Podcast kommen. Auch drüber kommen. Sehr gut. Apropos Podcast. Ich muss noch ein bisschen Werbung machen. Wird nicht kommerzielle Werbung, keine Angst. Bin ja jetzt Teil der Podcasterei, das ist das Open, sage ich schon. Das ist das Podcasting Meetup Österreich und wir haben jetzt die Sommerpause überwunden und fangen langsam an, Sachen zu machen. Und das erste ist, es gibt einen Slack-Chat, einen Slack-Channel, wo sich jeder anmelden kann unter podcasterei.herokoapp.com kriegt man das Einladungstoken, mit dem man sich dann bei podcasterei.slack.com anmelden kann. Wir haben 3 Kanäle zurzeit, wo wir zum Beispiel uns austauschen, welche Podcasts wir dort spannend finden. Mhm. Also wer dann Lust hat, nicht nur Podcaster, sondern es kann durchaus auch die... Das ist das neue, coole, oder? Ja, mittlerweile ist es auch schon immer neu. Es ist einfach ein Chat-Kanal. Also eine Chat-Applikation. Das hört jetzt immer öfter. Ja. Um auf dem Neuesten zu bleiben, was sich so weiter tut, vielleicht dem Twitter-Account folgen von der Podcasterei, der sinnigerweise Podcasterei heißt. Mhm. Und nächstes Podcast-Meetup gibt es am 16. September. Ah, das steht fest. Das steht jetzt fest, ja, genau. Ist im Sektor 5 dann, im 5. Bezirk. Jupp, so viel Werbung. Horst Pinschein. Ich glaube, ja. Kennt noch jemanden irgendwas, wo, irgendwie? Na. Nichts Dringendes. Schluss. Und sagen, schön war's. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.